Was fällt euch dazu ein, wenn ihr diesen Stift anschaut? Ist es ein Kugelschreiber? Ist es ein Bleistift? Ist es ein Stift? Oder ist es ein Pencil? Und was wäre, wenn ich euch sage, dass es irgendwo dort draußen, in irgendeinem Skibbidi-Toilet-Multiversum-Universum, einen Pencilman gibt, der gegen die Toiletten kämpft? Es gab Bohrer, es gab Speaker, es gab Fernseher, es gab so viel und jetzt gibt's auch Bleistifte, Leute. Hello there. Aber egal, wir gehen in Skibbidi Battles und wir ziehen heute die allerechten Bleistift-Units und schauen mal, was die so können. Wie kommt man auf Bleistift-Units? Weißt du das vielleicht? Du weißt es auch nicht, hä? Was stehst denn du überhaupt da? Ja, Leute, damit herzlich willkommen zu einem neuen Video und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Skibbidi Tower Defense, Leute. Und heute werden wir hergehen und werden uns die Limited Doodle Crate kaufen, Leute. Und heute werde ich nicht den Fehler machen, denn heute werde ich nämlich Gems kaufen und zwar diese hier, weil wir da nämlich dann extra noch diese Units dazu bekommen. Und vielleicht kriege ich ja den Gem Titan Cameraman. Möglicherweise habe ich ja Glück. Vielleicht. Möglicherweise. Und natürlich nicht, Leute. Warum auch? Aber meine lieben Leute, ist egal, wir haben 10.000 Gems und das ist immer noch sehr, sehr billig. Wir gehen jetzt rein und holen uns das. Moment mal, warte mal. Muss ich einen Luckboost aktivieren? Nee, ich habe einen Luckboost, ne? Oder warte, Moment, nur dass ich da auch richtig bin, ne? Luckboost. Wir probieren mal, genau, wir nehmen auch noch hier einen Coinboost her. Because, why not? Und wir gehen nochmal rein, Leute. Ich bin sehr gespannt, ob wir ihn jetzt ziehen. Schreibt jetzt in die Kommentare Hashtag Glück oder Lucky. Ja, und dann schauen wir mal, Leute. Ich bin sehr gespannt. Oh, bitte. Das wäre so nice. Oh, okay. Gut. Immerhin. Wir öffnen nochmal. Vielleicht haben wir ja irgendwie Dusel und Glück. Vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Wenn nicht, dann müssen wir das auch so hinnehmen. Ja, und dann ist es einfach so. Okay, einmal können wir dann noch ziehen und dann... Oh no, komm schon, come on. Oh, da war... Ja! Yo, holy, yes! Wow, zweimal! Aber, also, es ist nicht der Seltene. Es ist nicht der Seltene. Es ist nicht der da hinten. Es ist leider nicht er hier. Oh Gott, es ist nicht der... Warte mal, was hat der für eine Chance? 0,4, yo. Aber ist egal, Robotic C-Pen ist auch richtig, richtig nice. Der macht auch... Ey, der macht... Übelst den Damage. Leute, ich habe zwei davon. What is happening, Leute? What is happening? Ach, du heilige Mutter Maria, ist das nice. Okay, Moment, wartet. Wir rüsten die direkt mal aus. Okay, da Boom, du kommst mal weg. Der kostet 1000. Wir rüsten auch die anderen Pencil-Units aus. Summoner Pencil, der macht 1000. Okay, Summoning, das ist auch nice. Warte mal, wir machen... Den Scientist brauchen wir. Healer brauchen wir. Plunger brauchen wir. Valentine Man brauchen wir nicht. Wir machen mal den hier rein. Und was kann der andere? Was kann der? Pencilman, 1350. Ja, gut, okay. Den, glaube ich, können wir mal lassen. Ey, richtig wild, Leute. Richtig, richtig wild. Das ist ja nice. Ey, er ist trotzdem voll cool. Er ist zwar immer noch der allerechte. Warte mal, ich habe noch einen Card Gems. Für was sollte ich die sonst ausgeben? Komm, wir gehen jetzt rein und geben die nochmal aus. Wir machen drei Crates. Kommt, Leute, wir machen drei Crates. Vielleicht... Haben wir Glück? Haben wir Glück vielleicht? Nein, leider nicht. Okay, dann open. Machen wir nochmal eine einzelne. Ah, okay. Egal. Das Glück hat uns an der Stelle verlassen, Leute. Aber ist egal. Wir haben trotzdem den anderen. Ich bin sehr, 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 sehr froh drüber. Okay, wir gehen in die... Was nehmen wir denn? Camera Base, Endless Mode, will ich nicht. Gehen wir mal in Toilet Town. Toilet Town ist eigentlich so die niceste Map. Und dann nehmen wir da mal... Nehmen wir mal Nightmare, oder? Oder wie es hier heißt, Insanity. Genau, wir nehmen Insane mit 40 Waves, Leute. Das machen wir. Schauen wir mal. Boah, wild, ey, wild. Ich bin gespannt, wie der auch aussieht und was der so macht. Also, oh, der andere mit dem Hammer wäre schon auch nice gewesen. Aber zwei davon trotzdem. Sehr, sehr nice. Euer Luck, was ihr in die Kommentare geschrieben habt, obwohl ihr es ja noch nicht mal reingeschrieben habt, ja. Sehr wild. Was? 500 kostet der? Oh, okay. Dann muss ich einen Plunger setzen. Das hilft dann nichts. Am besten zwei. Und dann noch einen Scientist. Ja, wir können eigentlich schon skippen. So, Scientist stelle ich wieder hier hin. Oder in die Mitte. Na komm, wir stellen sie hier hin. Die machen auf jeden Fall gut. Money. Das ist wild. Muss man mit Tjulfa mal wieder so ein PvP-Turnier machen. So, wir skippen wieder und wir setzen wieder einen Scientist. Und wieder einen Scientist. So, wir können vier Stück von denen setzen. Aber wir sollten auch die hier mal upgraden, die Kollegen. Aber mein Ziel ist eigentlich eher hier. Das ist eigentlich mein Ziel. So, wir skippen mal. So, dann graden wir einen Plunger ab.
So, dann haben wir wieder einen Scientist. Dann haben wir wieder Kohle bekommen. So, placen den Scientist hier. Ich glaube, das war's, ne? Oder? Ich glaube, das war's. Mehr kann ich, glaube ich, nicht platzieren. Ich habe es wieder vergessen, Leute. Ich weiß nicht, ob es 4 oder 5 waren. 150. So, ich bin sehr gespannt, was der so kann. Was der so macht. Bis jetzt haut er nur rein. Da kommt von hinten. Ich dachte gerade, was ist das denn? Wer läuft denn da umher, dachte ich gerade. Aber dann beschwört der von hinten. Das ist ja nice. Give me the money. Give me the money. Dankeschön. Vielen Dank für die Blumen. Da läuft da der kleine Pencilman. Oh Mann, ey, ich muss mir das Skibidi Multiverse oder diese Skibidi Wars mal wieder anschauen. Das habe ich schon ewig und 3 Tage nicht mehr gemacht. Die letzten Videos dazu kamen auch tatsächlich gar nicht so gut an. Deswegen habe ich es erstmal gelassen. Muss ich vielleicht trotzdem nochmal machen. So, pass auf. Der hier ist noch nicht upgraded. Dann machen wir das mal. Dann macht jetzt 1k Damage. Das ist schon gut. Was kostet hier das? Upgrade 350 einer. Hat sich jetzt irgendwas geändert, als ich den geupgradet habe? 250 und... Oh, habt ihr das gesehen? Der ist da Kamikaze-mäßig reingelaufen, der Allerechte. So, wir skippen. Ich muss die Scientists upgraden. So, bam. Und bam, jawohl. Dann bringt jetzt jeder Scientist schon mal 250. Das ist sehr gut. Oh Mann, ey, guck mal, wie er aussieht. Den kann ich da eigentlich voll in die Mitte stellen, ne? Oh, der braucht aber übelst viel Platz. Den stelle ich dann einfach hier rein, würde ich mal sagen. Da stelle ich den dann rein, wenn es soweit ist. Wie er einfach durchläuft, ja? Wie so ein Footballspieler. So, er rennt da übel durch, ey. Heilige Mutter Maria. So, okay, pass auf. So, zack. Und wir stellen ihn hin. Ui, guckt ihn euch an. Ui, ui, ui. Er kriegt auch seine fette Wumme dann. 2250 kostet das Upgrade. Das ist natürlich nicht wenig. Finde ich cool, dass der Summoner Pencilman hinten die Units dann hier noch hergibt. Das finde ich ziemlich nice. So, dann schauen wir mal, ob wir ihn direkt upgraden können, dass der schon mal ein bisschen mehr Range bekommt. Ja, können wir. Sehr gut. Okay. 2400, 5k. Ich denke mal, beim nächsten Upgrade kriegt er eventuell sein Maschinengewehr. Ah, die sind alle so teuer. Die sind alle so verflucht teuer. Wir müssen wieder die da upgraden eigentlich, aber ich mache jetzt erstmal ihn hier. Pencilman mit 2500 Leben. Okay, das ist schon mal gut. Die sind nämlich nicht zu verachten. Die sind ganz praktisch, wenn die da reinlaufen. Auch wenn er jetzt erstmal so rumläuft. So, nächstes Upgrade kostet 5250. Darauf sollten wir eigentlich mal sparen. Aber ich will jetzt noch die Scientists upgraden, damit wir da noch mehr Kohle bekommen. Wave 13 von 40, Leute. Wir dürfen es nicht verkacken. Wir dürfen es dieses Mal auf keinen Fall verkacken. Aber mit den Geldunits bin ich guter Dinge, dass wir das irgendwie hinbekommen. Und mit ihm hier, dem Allerechten, hat auch eine Special Attack. Ich bin sehr gespannt. Robotic Sea Pen. Es ist schon so ein ultra nicer Name. Er hat schon so einen epischen Namen, der Dude. Da kommen jetzt aber viele, du. Da kommen jetzt wirklich viele. Ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll. Keine Ahnung. Aber wir machen mal nichts. Wir lassen ihn mal hier machen. Der macht immerhin 5k Damage. Der hat 12k. Ey, 12k bei 8000. Ich brauche dieses Upgrade einfach. I need it. Guck mal, wie viele da kommen. Was ist das denn? Er haut einfach nur rein, yo. Guck mal, die kommen da rein und einfach nur weg. Ripperino Dino. Die Range erhöht sich aber auch nicht signifikant dann mit dem nächsten Upgrade. Aber halt der Damage, ne? Also ich glaube schon, dass er dann, ich meine, also, hallo, plus 7k Damage, der muss ja dann seine dicke Wumme dazu kriegen. Ich hoffe es zumindest. So, komm schon. Gib mir Geld. Jawohl. Bam, immer noch nicht, was? 13.000? Oh mein Gott, warte, ist, achso, hat der die Special Attack nur, wenn ich da drauf drücke, oder was? Wie viel DPS kriegt er dann? 18.000. Ach du meine Güte. Ach komm schon, ich hätte gedacht, er kriegt einfach sein dickes Maschinengewehr. Das wäre doch nice. Dass der irgendwie so AOE macht oder so. Oh Mann, ey. Warum nicht? Boah, jetzt kommen halt die Dicken, ne? Jetzt muss ich mal die hier auch upgraden. Das habe ich die ganze Zeit nicht gemacht. Sonst, glaube ich, wird das nichts. Ich dachte, der macht sowas wie AOE oder so. Oh, das wäre ärgerlich jetzt. Also die Special Attacks sind zwar nice. Die sind zwar wirklich sehr wild, aber noch nicer wäre es einfach, wenn der... Guck mal hier, was macht er denn? Was machst du mit dem? Hau doch bitte drauf auf den da. Wie wäre es, wenn du auf den drauf haust? Oh, wenn da eine höhere Wave kommt, Leute, mit höheren Gegnern, dann gehören wir aber hier der Vergangenheit an, sage ich euch. Dann ist hier aber Ripperino Dino. Wir brauchen mehr Geld. Die Scientists kosten so unfassbar viel. Ah, die kosten so unfassbar viel Geld. Jetzt sind wir bei der Hälfte, aber jetzt kommen halt die heftigen Einheiten, ne? Also ab Wave 21 ist es alles andere als lustig. Wave 21 ist eher so Dead End. Ja, also wirklich, das ist nicht so gut. So, jetzt wird's gefährlich. Jetzt kommen nämlich die da mit 60.000 Leben. Oh mein Gott. Oh my Lord. Das ist schlecht, ey. Das ist wirklich schlecht. Ach du meine Güte. Ja, jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Sparen oder upgraden? Oh Gott. Ich krieg ein bisschen Panik gerade.
ich krieg ein bisschen Panik. Okay, wir müssen skippen, es hilft nichts. Aber dann ist die Frage, was wir machen. 4.000 kostet das nicht. Ich muss sparen. Ich muss einfach sparen. Ich muss jetzt drauf vertrauen. Oh Gott, der lässt einen durch, ne? Der lässt einen durch. Ja, der lässt einen durch. Ah, das ist so übel, Mann. Das ist so übel. Okay, dann muss ich hier nochmal einen hinstellen. Das hilft nichts. Das hilft leider gar nichts. Das wird aber auch nichts nutzen. Dafür brauche ich jetzt eigentlich noch 250. Aber das bringt auch nichts, glaube ich. Das bringt auch nichts. Komm schon, komm schon. Nicht dein Ernst, oder? Nicht dein Ernst. Oh. Ich will eigentlich nicht, dass der durchkommt, ey. Ich will nicht, dass der durchkommt. Ja gut, okay. Absoluter Quatsch, was ich da schon wieder gemacht habe. Die ziehen nämlich gar nicht so viel ab. Ich bin das noch so gewohnt von Toilet Tower Defense. Da ziehen die nämlich so extrem viel ab dann. Das kannst du niemandem erzählen. Ich brauche dringend dieses Upgrade auf 18k. Okay, wenn die jetzt hier nochmal durcheiern, hier so rumkommen, dann mache ich die Spezialattacke auf jeden Fall. Ich mache jetzt mal einen Skip, dass wir hier mehr Geld bekommen. 11.000, wir brauchen nur noch 2.000 dann. Ich mache das jetzt. Ich mache das jetzt einfach. Jetzt kriegt er sein Maschinengewehr. Okay, schade, dass er keinen Sound hat. Yo. Ach du meine Güte, macht der viel Damage damit. Krass, okay. Aber schade, dass er das nicht als ständige Ability hat. Ich meine, das kann doch für so eine seltene Unit mit 1% kann das doch bitte funktionieren, oder? Kann das doch bitte so sein? Oder kann das nicht so sein, ne? Kann das nicht so sein? Oh Mann, schade, ey. Wirklich schade. Ich meine, 18k, ja, aber ich vermisse hier so ein bisschen so diese AOE-Units, die Flächenschaden machen. Guckt euch das mal an, was hier durchkommt. Okay, er ist jetzt auf maximal, aber das bringt uns auch nichts. Das hilft uns leider nicht weiter. Leider hilft uns das nicht weiter. Wenn ich... Ja, nee. Also Robotic C-Pen, das ist nicht sehr gut, was du da machst. Bin hochgradig enttäuscht. Ey, was mache ich bitte für einen Fehler, dass ich den Nightmare Mode damit einfach nicht schaffe? Was mache ich bitte für einen Fehler? Freunde, ich verstehe den Modus nicht. Ich ziehe übelst die krasse Unit. Was brauchst du denn für den Modus hier? Was brauchst du denn? Brauchst du da irgendwie, keine Ahnung, Overlord-Einheiten, die... Also, das gibt's doch gar nicht. Also, Insanity ist hier wirklich Insanity. Also, schaut euch das mal an. Okay, der Toilet Core ist halt wieder voll, aber trotzdem. 17 Sekunden, das müssen wir uns jetzt aufsparen. Das muss doch zu schaffen sein, oder? Das muss doch irgendwie zu schaffen sein. Und wir skippen mal zur nächsten Wave. Ich habe Scientist, ich habe alles drin. Das kann nicht sein. Das kann einfach nicht sein. So, Max Level. Geh mal auf Max Level schieben hier, damit wir hier 1500 Money bekommen. Die sind aber so ultra teuer. Oh mein Gott, Elite Strider mit 131.000. Kommt schon, skipp die Wave oder gib mir Geld. Oh, holy no. Ja, skipp die Wave. Oh nein, es hat nicht gereicht. Komm. Scientists, kommt. Jawohl. Dankeschön. 3.500, maximal Upgrade hier noch reingedonnert. Der Revive hat auf jeden Fall genutzt. Aber das ist halt eigentlich auch Betrug, ne? Weil nicht jeder hat die 29 Robux, um das zu machen. Ich müsste das eigentlich ohne versuchen. Hacker-Toilet mit 199.000 Leben. Jetzt müssen wir die aber bitte vernichten. Also ich krieg sonst hier absoluten Nervenzusammenbruch. Wirklich, den absoluten Nervenzusammenbruch. So, die werden jetzt hier erstmal richtig aus dem Leben entfernt. Ich bin am Überlegen, ob ich ihn upgrade hier. Oh mein Gott, guck mal, was da ankommt. Okay, egal, aber wir haben die Special Attack. Wir haben die Special Attack zweimal. Und ich glaube, ich werde die jetzt hier auch einsetzen, wenn die hier rumfahren. Ja, also... So, warte, wir setzen die genau... Jetzt setzen wir die ein. So, komm, pam, komm. Mach alle kaputt. Oh, oh no. Oh, holy no. Schauen wir mal, wie der das so schafft hier. Ich weiß halt auch nicht, was bei Wave 41 kommt, deswegen wäre es mir schon ganz recht. Ja, müssen wir aber machen, sonst kommt der durch. Komm schon, jawohl. Oh nice, da kommt doch eine Cloner-Toilet, die ist auch super. Auf die freue ich mich auch sehr. So, Maximal-Level, sehr nice. Jetzt wäre es eigentlich an der Zeit, dass ich den Kollegen hier noch upgrade und dann müsste ich auch mal den Pencil-Boy hier upgraden. Damit der auf jeden Fall auch mal Einheiten bringt, die viel mehr Damage machen. Hört ihr bitte damit auf. Strider Toilets, gut, mit fast nur 30.000. Das kriegen wir hin. Das ist jetzt nicht das Problem. Ey, komm, ich will den einmal schaffen, den Modus. Wirklich. Bitte lass es mich einmal schaffen. Nur ein einziges Mal. Bitte schön. Oh, warte. Ich kann den da upgraden noch. Bam. Das gibt sich. Jetzt kommt der durch. Jetzt kommt der blöde Hund durch. Aber der killt uns nicht. Der tötet uns nicht, zum Glück. Aber es ist trotzdem ultra. Guckt euch das mal an. Also ich frage wirklich noch einmal, was sollen wir hier, bitteschön, alles noch setzen? Was sollen wir hier noch alles setzen? Hier setzen ist auch irgendwie richtig dumm. Ist richtig Banane. Da reinsetzen ist auch Banane. Machen wir aber. Weil es nichts hilft.
Upgrade. Skip. Kommt schon. Upgrade. Jawohl. Sawblade Toilet mit 585.000 Leben. Das Problem ist, wenn du mich fragst, ist das Problem, jetzt sind wir tot, das Problem ist einfach, dass es hier irgendwie keine AOE-Unit gibt. Das ist immer nur Single-Damage. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare unten reinschreiben, ob ich mich da so sehr täusche, aber für mich sieht das aus wie einfach immer nur Single-Damage. Also so sieht das für mich eben aus. Snowblade. Sawblade Toilet, nicht Snowblade. Jetzt sind wir tot. Nee, sind wir nicht. Okay, krass. Wir sind nicht tot. Wow. Wave 33, Leute. Da kommt nochmal eine Sawblade-Toilet. Ich glaub's ja nicht. Die knallen wir jetzt aber weg hier. Das sehe ich jetzt gar nicht ein. Knall die weg. Ach du Kacke. Warum? Wieso knallst du die nicht weg? Oh Mann, ich krieg einen Nervenzusammenbruch, Leute, von einem anderen Planeten, sage ich euch. Das kannst du doch nicht. Das kann doch nicht sein. Da, no, no, no. No, 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 no. No, no, no. Kommt schon. Oh, nein. Mama, warum? Ah, toll. Also nicht mal mit diesen Units schaffen wir das, Leute. Ey, ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll, ne? Also ich weiß es wirklich nicht. Okay, Daily habe ich schon. Quests haben wir hier auch. Open Epic Unit. Weekly haben wir nicht. Okay, meine Güte, wartet mal. Dann müssen wir hier nochmal reingehen. Warte, was habe ich Weekly? Quests. 50 Crates öffnen. Trade a Legendary Unit. Defeat 1000 Toilets. Okay, ja. Dann können wir hier nochmal schauen. Doodle Limited. Ja, ist schon klar. Was habe ich denn? 2400. Oh, nice. Ich habe nur 2400. Kann ich mir... Ja, komm. Das lohnt sich ja sonst nicht. Leider Gottes. So. Okay. Das ist der Upgraded Titan Drillman Spider TV, Leute. Eieiei. Na gut, okay. So, dann gehen wir nochmal rein und dann holen wir uns eine mythische, würde ich sagen, oder? Ja, aber mythisch ist halt auch... Na gut, vielleicht haben wir ja Glück irgendwie, möglicherweise. Eine öffnen wir einfach nur. Haben kein Glück. Natürlich haben wir kein Glück. Ist in Ordnung. Ist okay. Vielen Dank auch. Ja, hat sich auch nicht gelohnt, ne? 50 Crates. Ich habe gelesen, Oh Gott. Ich habe mich verlesen auch noch. Oh no. Alright, Leute, ich würde sagen, das war's mit der Folge. Aber trotzdem sehr, sehr nice, dass wir jetzt hergegangen sind und hier zwei gezogen haben. Das war sehr großes Glück. Leider Gottes haben wir den Kollegen hier nicht gezogen. Aber ja, keine Ahnung. Also der ist, ich weiß jetzt auch nicht, ob der besser ist. Ich meine, 125k Damage macht er zu jeder Toilette, ja. Das ist seine Special Ability. Aber es ist trotzdem auch immer nur Single Damage. Schreibt mir mal gerne unten in die Kommentare, ob es hier Units gibt, die möglicherweise AOE Damage stehlen, aber die ganze Zeit, wie im normalen Toilet Tower Defense. Wenn euch das Video gefallen hat, Leute, lasst gerne einen Daumen da, abonniert gerne rein und unterstützt mich gerne kostenlos, Leute. Vielleicht schaffen wir das Jahr die 50.000 Abonnenten. Das würde mich sehr freuen und wäre auf jeden Fall mein Ziel. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Und ciao.